Du möchtest mit dem Laufen anfangen, bist aber immer noch auf YouTube unterwegs. Wir nennen dir heute 7 Dinge, die du unbedingt beachten solltest, bevor du mit dem Laufen anfängst. Ich bin zu spät dran. Wart noch 3 Minuten, bevor ich den Satz beendet habe. Aber warum sollst du überhaupt anfangen zu laufen? Laufen ist gut für die Fitness, ist gut für die Gesundheit, ist gut fürs Immunsystem. Laufen steigert die Dopaminausschüttung und dadurch kriegt ihr einfach gute Laune und ein schönes Lächeln. Was ziehe ich am besten an beim Laufen? Die meisten machen, glaube ich, den Fehler, sich zu warm anzuziehen. Das heißt, man läuft los, man fängt an zu schwitzen und dann kommt der erste kalte Windstoß und man fängt an zu frieren. Ich habe immer die goldene Regel, dass ich aus dem Haus gehe und ein kleines bisschen fröstel, denn beim Laufen wird mir eh warm und dann bin ich eigentlich perfekt angezogen. Wichtig ist bei den Frauen auch noch, einen guten Sport-BH zu tragen, der vor allem nicht scheuert. Da würde ich mir vielleicht 2 bestellen und die einmal ein bisschen testen. Ja, dann eigentlich noch atmungsaktive Kleidung, den richtigen Schuh und dann seid ihr versorgt. Auch als Mann darf man natürlich nicht vergessen, den Sport-BH auszuprobieren, nicht immer den Erstbesten kaufen. Okay, Spaß beiseite. Laufen ist einfach die geilste Sportart der Welt. Ihr habt alles im Kleiderschrank, ihr braucht lediglich ein paar Schuhe, eine kurze Hose, ein T-Shirt. Vielleicht noch eine Boxershorts, die nicht kratzt, und Socken. Und sobald ihr ambitionierter lauft, könnt ihr euch natürlich auch bessere Ausstattung zulegen. Nehme ich mein Handy mit, ja oder nein? Also ich laufe jetzt immer mit Handy, aber am Anfang kann ich es euch sehr empfehlen, das Handy auch mal zu Hause zu lassen. Denn wozu nimmt man das Handy mit? Meistens, um den Lauf zu tracken. Und gerade am Anfang ist das vielleicht nicht unbedingt hilfreich. Ihr vergleicht euch direkt mit Leuten auf Social Media oder mit Freunden und das kann euch vor allem am Anfang sehr unter Druck setzen. Also das Handy einfach mal zu Hause lassen und ja, ein bisschen Zeit für sich selbst genießen und so auch in einen guten Mindflow kommen. Ich persönlich nehme es nicht mit. Aber sobald ihr natürlich Musik hören wollt, ist es sehr zu empfehlen. Eine Uhr ist außerdem sehr gut, um eure Läufe zu tracken. Das kann ein Handy natürlich auch. Außerdem gibt es kurze Hosen, die spezielle Taschen haben, um das Handy dort hineinzustecken, dass es euch beim Laufen auch nicht stört. Dehnen und das richtige Warm-up vorm Laufen. Ich würde mich am Anfang mit Warm-up und Dehnen gar nicht so groß verrückt machen, obwohl es natürlich wichtig ist. Geht erstmal am besten raus und geht ein paar Meter. Bringt den Körper schon mal ein bisschen ins Rollen und fangt vor allem langsam an loszulaufen, überpaced euch nicht und ja, findet so erstmal langsam und ruhig in den ersten Lauf. Nach ein paar Läufen kriegt ihr dann ein Gefühl für euren Körper und merkt, wo es ein bisschen zwickt. Und dann könnt ihr euch auch dehnen. Realistische Ziele setzen. Und ein realistisches Ziel sind nicht 5, 10 oder 20 Kilometer. Euer realistisches Ziel sollte erstmal sein, Spaß an der Sache zu entwickeln. Und da habe ich eine goldene Regel für euch und die heißt, aufhören, bevor es scheiße wird. Klingt jetzt erstmal komisch, aber wenn ihr aufhört, wenn ihr gerade einen richtig guten Lauf habt, dann habt ihr den Lauf auch in guter Erinnerung. Das heißt, ihr habt am nächsten Tag oder am übernächsten Tag Lust, direkt weiterzumachen und habt den Lauf nicht unbedingt negativ in Erinnerung. Denn das sollte erstmal euer Ziel sein, Spaß und Freude an der Sache zu entwickeln. So, und an alle überambitionierten Männer da draußen. Es ist vollkommen okay zu gehen. Am Anfang direkt mit 10 Kilometer richtig losballern, das kommt schon noch. Keine Sorge. Max, du gehst doch auch immer, oder? Ich gehe immer. Max geht auch immer. Außerdem lasst euch von nichts und niemandem am Anfang verunsichern. Niemand soll euch sagen, dass Laufen langweilig ist und selbst wenn ihr es irgendwie mal langweilig findet, dann macht was Cooles draus. Baut ein paar Squats mit ein, ein paar Planks, ein paar Sprints zwischendurch. Das muss nicht immer steif und verbissen irgendeinen Trainingsplan abarbeiten am Anfang. Lernt euren Körper kennen und lernt kennen, wie geil es ist, sein eigener Antrieb zu sein, sein eigener Motor zu sein und einfach Gas geben zu können. Goldene Regel, wie schon gesagt, erwartet nicht zu viel am Anfang. Noch kein Meister ist vom Himmel gefallen. Und versucht mal bewusst wahrzunehmen, wie fit ihr euch im Alltag fühlt, wenn ihr laufen geht. Ja, und habt einfach eine gute Zeit. So, und wenn ihr jetzt immer noch keinen Bock habt, laufen zu gehen, dann können wir euch auch nicht helfen. Bye! Spaß beiseite. Laufen soll Spaß machen und ihr könnt eure Motivation auch woanders holen. Sucht euch einen Laufpartner, sucht euch Gleichgesinnte. Fragt eure Eltern, ob die mit dem Fahrrad neben euch herfahren oder falls ihr in einer großen Stadt wohnt, lassen wir so stehen. Falls ihr in einer großen Stadt wohnt, sucht euch in einen Run-Club, geht da vorbei, fragt, ob die Platz haben, ob die euch aufnehmen, ob die mit euch laufen gehen. Es gibt auch ganz viele Lauftreffs in Großstädten. Geht einfach vorbei, fangt an zu laufen, fangt klein an und
dann läuft's von ganz alleine. Wir sind jetzt schon umgezogen, aber bevor wir loslaufen, fasst uns Eugen noch mal die ganzen Running Hacks zusammen. Also, Laufen ist gesund, zieht euch nicht zu warm an oder was Gemütliches an, lasst das Handy vielleicht mal zu Hause, stresst euch nicht beim Dehnen, setzt euch realistische Ziele, fangt langsam an und das Allerwichtigste, habt Spaß bei der Sache. Ja, und in der nächsten Folge sehen wir uns, um die Lauftechnik zu verbessern, und bis dann. Wenn ihr bis hierhin gekommen seid, abonniert den Channel, gebt uns ein Like, das hilft uns wirklich. Versprochen. Wirklich. Wirklich.